freies Wochenende, da kann man auch mal andere Sportarten nutzen und sich die anschauen. Und heute auf der Rennbahn, erster Besuch, wie gefällt es dir bisher? Ja, bisher ist eine ganz schöne Atmosphäre. Ja. Und das macht einfach Spaß, hier zu sein. Es ist eine gelungene Abwechslung zum Alltag und ja, bisher alles super. Wie gefällt es dir bisher? Was habt ihr schon erlebt? Was habt ihr schon gesehen? Ja, auch richtig gut. Also einfach mal was anderes sehen. Ein bisschen mitfiebern, haben dann natürlich auch schon auf die mit den zwei Rennen gesetzt, aber leider nur eine Erfahrung gewonnen. Von dem her macht unglaublich viel Spaß und freue mich jetzt auf die weiteren Rennen. Bleibt ihr bis zum großen Preis? Hier ist ja heute eigentlich der, also im Galopprennsport, der große Preis schlechthin. Also quasi Champions League-Niveau, wenn man in Fußballsprache jetzt im Nordsprung nicht gut aus sprechen will. Bleibt ihr und setzt ihr da auch? Ja, ist schon mein Ziel, bis zum Ende alles hier zu verfolgen und vielleicht gelingt mir dann auch der große Coup am Ende des Tages. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein Highlight und da schauen wir mal, wer da die Favoriten sind und wie wir es setzen. Beim Fußballern weiß ich, ist der Rennsport sehr beliebt. Klaus Allers steht ein paar Meter weiter, okay. Was du schon gesehen hast, der hat selber Rennpferde, wie einige Spieler auch. Wäre das für dich mal eine Idee, Rennpferde zu besitzen? Ja, das Schöne ist ja, dass ich jetzt eine Tochter bekomme, von dem her weiß ich nicht, ob es ein Rennpferd wird, aber ein Pferd kann man sich schon mal überlegen, ja. Bei dir? Wer ist ja. also natürlich als Wintersportler ist es im Winter eher schwierig. Nee, also so Gedanken sind noch nicht, aber es macht auf jeden Fall Spaß, das anzugucken.